Urheber von Hopp-Plakaten wohl bekannt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sollen sich die Fangruppierungen Schickeria und Red Fanatic des FC Bayern als Urheber der Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp bekannt haben. Dem Bericht zufolge stammten die ersten drei gezeigten Bänder von der Schickeria, während die zweite Aktion von Red Fanatic ausging. Red Fanatic hat seine Autorenschaft inzwischen bestätigt. Die Gruppe teilte in einer Stellungnahme mit, dass man die Wortwahl des Plakates nicht teilen müsse. Man sei aber vor allem von den undifferenzierten und völlig überzogenen Reaktionen auf allen Ebenen entsetzt. Es sei schlichtweg schwachsinnig, eine bloße Beleidigung mit rassistisch motivierten Taten zu vergleichen, so die Gruppe. Die beiden Fangruppierungen hatten beim Bundesligaspiel am Samstag mit beleidigenden Sprüchbändern gegen Hopp für zwei Spielunterbrechungen und hitzige Diskussionen gesorgt. Ronaldo lästert über Mitspieler. Juventus Turins Superstar Cristiano Ronaldo hat beim Hinspiel des Champions League Achtelfinals gegen Olympique Lyon über seine Mitspieler gelästert. Das belegt ein von RMC Sports veröffentlichtes Video aus dem Spielertunnel. Demnach beklagte sich Ronaldo in der Halbzeit zusammen mit Mitspieler Paulo Dybala über ihre Mittelfeldkollegen. Ronaldo sagte auf Spanisch: "Wir sind da draußen ganz allein, das Mittelfeld gibt uns keinerlei Unterstützung." Dybala erwiderte: "Die holen uns keine Bälle." Worauf Ronaldo antwortete: "Ich weiß, nicht einmal die zweiten Bälle können sie sich holen. Nichts." Juventus verlor das Spiel in Lyon anschließend mit 0:1 und steht somit im Rückspiel am 17. März unter Druck. Bayern droht Ausfall von Boateng. FC Bayern Innenverteidiger Jerome Boateng droht für das Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 am Dienstag auszufallen. Das bestätigte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Montag. Muss man auch sagen, Jerome wird heute auch nicht mittrainieren, der hat Magen-Darm. Also es wird so sein, wenn der Verlauf dementsprechend nicht so, wie wir es uns vorstellen, kann er eventuell dann morgen nachreisen, aber wird heute nicht mit der Mannschaft reisen. Boateng war aufgrund der Verletzungsprobleme in der Bayern-Abwehr in den letzten Wochen wieder in die Startelf gerückt und lieferte starke Leistungen ab. Sollte Boateng nicht spielen, stellte Flick in den Raum, dass der wiedergenesene Javi Martinez ihn ersetzen könnte.